Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe, zur allerersten Ausgabe von Moon Talk Zockt. Ja, wir versuchen uns jetzt mal als ganz professionelle Let's Player hier. Wir wollen jetzt ein bisschen spielen und zwar Promotion Wars. Was es damit auf sich hat, erzählen wir gleich. Hallo Isco. Hallo. Ja. Ja, krass. Ich bin ganz nervös hier. Neues Konzept. Ja. Wahnsinn. Super. Promotion Wars, ganz kurz, es ist ein Textsimulator, das heißt, sie werden jetzt keine Matches oder so zu sehen sein, das gibt es dann bei anderen Spielen, die wir natürlich auch noch in der Planung haben. Aber hier geht es erstmal um die reine Simulation, dass wir so ein bisschen Office spielen können, dass wir so ein bisschen was booken können, dass wir gucken können, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich habe diese Version noch nicht gespielt. Ich habe es zwar vorher ein bisschen angespielt, aber ich kenne von damals, so um die 2000er rum, als diese ganzen Textsimulatoren auf den Markt kamen. Ich meine, dass es Version 1.2 war. Die sah auch noch ein bisschen anders aus. Jetzt hat man sich ja richtig Mühe gegeben, hier mit der Grafik und so. Das ist ja ganz toll. Ja, aber darum soll es ja nicht gehen, ne? Wer das übrigens auch mal spielen möchte oder wer es schon spielt, der kann uns dann auch gerne mal so ein paar Tipps geben vielleicht oder auch mal so ein paar eigene Cards vorstellen und in die Kommentare posten. Das wäre eine feine Sache. Ja, ich würde sagen, wir fangen bei Null an. New Game. Ja. Und dann mal gucken, was passiert. Wir heißen Moon Talk. Jeff Kiesko. Ja. Jeff Kiesko, finde ich. Ja, cool. Ist egal. Ist ja wurscht. So. Ah ja, jetzt müssen wir unsere Promotion auswählen. Die WWE ist nicht dabei. Deshalb würde ich sagen, wir kreieren eine neue Indie-Promotion namens WWF, oder? Ja, bin ich auch. Oder möchtest du hier... Dann können wir doch auch unsere eigenen Wrestler da rein tun, oder? Ja, nur die frei sind. Also ich habe ja, schon mal reingeguckt und manche sind ja unter Vertrag. Die kannst du dann zwar anfragen für einzelne Shows, aber das sehen wir gleich. Wir machen eine neue. Eine neue Indie. Ja. So, Basic Indie. $600,000 schwer. Ja. Riesig. Das wird ein Franchise hier. Und das nennen wir nicht PWF, sondern WWF. So. Und das ist dann natürlich die World Wrestling. Huch! Wrestling Federation. Ja, das Wort schreibe ich nicht so oft. So, das ist World Heavyweight Title. Ist auch ein bisschen doof. Wir nennen das den WWF. Title. WWF-Title, ja. Man muss hier Title nehmen, nicht Championship, finde ich ein bisschen komisch. Und der heißt dann natürlich auch WWF-Champion, ne? Ja. WWF-t. So. Zack. So, jetzt geht's los hier. Hier, 2. Mai 2005. Das ist The Rocks Geburtstag übrigens. Der hat einen Tag vor mir. Wir gucken einfach mal bei Roster. Achso, wir haben natürlich noch keine. Ja, natürlich. Nee. Dann gehen wir auf New Signing. Das ist klar. So, jetzt was siehst du hier rechts bei Promotion Free Agent. Die können wir also wählen. Die können wir schon mal anwerben. Ja, also. Kann man das auch sortieren? Leider nicht. Habe ich mal versucht. Es geht irgendwie nicht. Advanced Search kann man machen. Promotion Free Agent. Aber wenn du dann okay. Ja, siehst du, das geht dann. Genau das meinte ich. Prima. So, ich sehe hier schon Alex Shelley, ja? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, den wir holen können. Ja, ist gut. So. Das war einer meiner absoluten Favorites. Jetzt kannst du hier natürlich schon mal einstellen. Booking Fee. Ne? Also du kannst hier für einmal ihn buchen für $500. Face oder Heel, ich würde ihn als Heel nehmen, oder? Das glaube ich. Ja. Er hat eine gute Moral, wiegt wenig, ist ein Techniker für die Midcard. So, jetzt können wir ihn booken oder signen. Komm, wir signen ihn einfach, ne? Ja, wir signen ihn. Wir versuchen erstmal so viele wie möglich zu signen. So. Aber $100 pro Woche funktioniert nicht. Das habe ich im Testlauf mit Bobby Roode versucht. Da kriegst du dann gleich eine Mail, der hat das rejected und der will nicht. So. Ja, wie viel sollen wir ihm denn geben? Ja, keine Ahnung. Was ist so ein Alex Shelley denn wert? Hier, ein Jahr. Das ist natürlich... Puh. Weiß nicht, 1000 die Woche?
1000 die Woche, das ist ja. Ja. So? Ja. Okay, und dann mache ich jetzt Offer Contract. So, und dann wird er mir demnächst eine Mail schicken. Sehr so, schön. Der ist jetzt also blau hier. Hier, Draw ist auch ganz interessant. Je nachdem, wie die Drawing Power ist. Und hier die Fähigkeiten wahrscheinlich. Ist also ziemlich hoch und er zieht auch ganz gut. Jetzt im Vergleich zu April Pennington oder so, das ist, glaube ich, nicht so ein guter Griff. Nein, dann gehen wir weiter runter. Guck mal, wen es da noch gibt. Ja. Oder siehst du hier jemanden auf der Liste, wo du denkst, den müssen wir haben, so Ahmed Johnson oder so? Ahmed Johnson? Ja, der ist da oben drauf. Nicht unbedingt. Wie viele wollen wir denn so? 20 erstmal, oder? Ja, 20 finde ich. Das ist, glaube ich, gut. Amazing Red vielleicht? Nee. Nee, das dachte ich mir. A-Train. Ja, A-Train wäre ich dabei. A-Train brauchen wir noch einen Big Man? Boah, 4500. Lower Card. Ja, bitte? Als Heal, ne? Ja, nee, komm, lassen wir das. Der ist viel zu teuer. Mal gucken. Also man kann ihm ja Angebote machen. Ja, okay, dann machen aber, wir ihn. Aber $100. Lower Card Worker. Ja, weiß ich gib auch nicht. Gib dir mal einen Mid-Card-Spot. Ich gebe ihm mal Mid-Card, vielleicht ist er dann etwas gnädig. Als Heal kann man machen. Und dann ein bisschen mehr als Alex Shelley, oder? Ja. Obwohl als, 1100? Ja. So. Statt 4500 für ein Booking. Der wird sich freuen. Kommt dann ja für einen Monat ungefähr auf selbe raus. Mal sehen. So. Axel Rotten, Balls Mahoney, Bam Bam Bigelow, Barry Horowitz, Barry Windham. Ja. Wir brauchen ja auf jeden Fall einen Main Eventer. Ja, Blue Meanie. Bob Sapp, als Attraktion vielleicht. Bob Sapp? Ja. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wir können ja mal gucken. Bob Sapp gegen A-Train, das will doch eigentlich jeder sehen, ja, oder? Gut, okay. Techniker, Midcard, Japan. Ach du liebe Zeit. 4000. Sein oder nur einmal booken? Ich würde nur einmal booken, ich würde nicht sein. Das ist eine gute Idee. Ach so, jetzt müssen wir sagen, wann. Das ist natürlich schlecht. Wir haben nicht mal ein Event angesetzt. Nee. Dann machen wir das später. Wir behalten ihn in der Hinterhand. Ja, ja. Im Hinterkopf. Genau, nicht, dass der plötzlich uns weggeschnappt wird hier. So. Bobby Bling Bling. Nie gehört. Bobby Clancy. Nein. Bobby Eaton. Hier, Bobby Roode. Oder? Der zieht aber nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber man kann ihn aufbauen. Ist auch hier schon mit Card und seine Moral ist sehr gut. Ja, dann komm. Heal, einmal buchen 250. Also geben wir ihm mal, nicht so viel wie A-Train, oder? Ich sag mal 800, oder? Ja. So? Ja. Ja, mal gucken, was passiert. Jetzt müssen wir aber langsam mal nach Faces gucken. Ja. Bret Hart ist inaktiv, habe ich schon gesehen. Zieht aber 93, das ist schon gut. Hier, Non-Worker. Ja. Also, könnte man versuchen. Könnte man versuchen, aber dann willst du den ja nur in der Managerrolle haben. Dazu brauchst du auf jeden Fall. Ja. Ja, weiß ich nicht. Lass den erstmal. Okay. Lass den erstmal weg. Ja, war ich ein bisschen heiß drauf, aber dann lassen wir das erstmal weg. Hier, Bryan Adams, Crush. Bryan Knobbs ist auch ganz wichtig. Brock Lesnar, auf jeden Fall. 5000 für ein Booking. Es geht eigentlich noch, ne? Also ich glaube, jetzt kriegt er 5 Millionen pro Booking. wir signen den mal. Als Heel? Ja. Ja, und dann als Main-Eventer natürlich. Ah, der braucht schon 1500, oder? Ja. Und als Main-Eventer. Ja, ist Upper Card. Ich glaube, siehst du? So. Ach so, okay, So, Roddy Steele, Bruce Hart, ist auch toll. Bruce Beefcake, Brian Clark, Buff Bagwell. Wollen wir dem Espada mal den Gefallen tun?
Ja, dann haben wir wieder einen Na, Heal. Wir holen ja nur Heals. das Ja, aber ist ja, richtig. von mir aus. Oder? Ja, komm, Ja, mach das das stimmt, mal. er ist Heal. Ja, ist Highflyer ist egal. richtig hier. Natürlich. Was Ja, sign den sonst? mal. Wir signen den für, ah, komm, 400. Oder? Wenn er das macht, dann ja. Ja, wenn nicht, haben wir Glück gehabt. So. Richtig. Bull Buchanan. Bull Nakano. Die Bushwhackers. C.W. Anderson. Chad Collier. Chess City. Chavo Classic. Chess Warrington. Das ist, glaube ich, Headbanger Mosh, ne? Ja. So. Cheerleader Melissa. Chili Willy. Ah, es ist nicht so einfach. CM Punk als Face. CM Punk als Face. Das ist, ja, das ist gut. Guck mal, ist auch nicht so teuer. Hat zu dem Zeitpunkt noch nichts erreicht hier 2005. Der kriegt jetzt auch hier. So. Als Macht Main ihn als Eventer. ja Genau. und als Face. Ja, ich will den auf jeden Fall haben. Hier müssen wir ein bisschen schon draufhauen. So. Zack. Der wäre dann Topverdiener sogar, oder? Ja, bis jetzt ja. Die Guten kommen ja noch hier. Damien Hahn, was ist das denn? Oh, Daniel Puder. Was mit Dean Malenko? Ist er noch aktiv? Ja. Willst du ihn haben? Ja. Ja. Als Face oder Heel? Ja, als Face. Er Als ist doch kein Face. Heel. Na, doch. Kann er schon, oder? Bei den Radicals, ja. Ja, Nee, vielleicht. der ist für mich Face. Gut. Aber Lower Card, oder? Ja. Das. So, was kriegt der? 200 die Woche? Nee. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Mal 300. 300. So, okay. Ich sehe schon, die sagen alle ab, bis auf Punk hier. Ex. Devin Storm. D-Lo. Ja, Komm, D-Lo der als. zieht auch gut. Ja, der zieht richtig gut. Ist ein bisschen teurer hier vielleicht. Aber wir versuchen das mal. Uppercard. Midcard erstmal. Dann machen wir hier als Face natürlich. Und der kriegt auch 800. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß nicht, wer wie viel kriegt hier. Nicht, dass die da sich Ich auch nicht mehr. gegenseitig austauschen. Wir versuchen es mal. Dann haben wir morgen. Da, 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 da. Was Eric mit Engel. Eric? Ja. Das? Na, Eric Engel ist, glaube ich. Dann lieber Nein. Eric Young. Ja, komm, ist ein Komm. Signing für dich. Ja, Kannst du dir bitte. holen? Danke. Und zwar als Face. Und der kriegt jetzt 1,3, komm. Ich finde find unsere Verteilung für die Ja, Gagen sehr interessant. das ist sehr fair. Ja. So. Ernest the Cat Miller. Nein. Nein. Evan Courageous. Oh, zieht Nein. 55, den müssen wir holen. Nein. Easy Money, Fabulous Moolah. Den Rest kannst du vergessen auf der Das ist Seite. das auf ja, Gail Kim wäre eine Möglichkeit. Wir brauchen ja auch ein paar Diven. Aber kommen wir dann Ja, vielleicht da gleich zu. So, Goldberg. Goldberg. So, dann überlegen wir uns jetzt mal was Schönes für Goldberg.